Die Bundesliga plant offensichtlich eine neue Altersuntergrenze. Könnte Folgen haben für BVB-Supertalent Youssoufa Moukoko. Und außerdem sprechen wir über viele interessante Gerüchte. Unter anderem geht es um die Stürmersuche vom SV Werder Bremen. Das alles und mehr gibt's jetzt. Also schnell nochmal subscriben, ein Like bei uns dalassen und nichts wie rein in die neue Ausgabe von TMTV. Wir beginnen mit einigen fixen Transfers. Tino Cadevere, 24-jähriger Mittelstürmer, der wechselt von Le Havre zu Olympique Lyon, wird aber für den Rest der Saison wieder zum Zweitligisten ausgeliehen. Lyon zahlt 15 Millionen Euro Ablöse. Eine richtig gute Nachricht aus deutscher Sicht, denn Außenverteidiger Lennart Ciborra wechselt von Heracles Almelo aus der Eredivisie zu Atalanta Bergamo in die Serie A zum Champions League-Teilnehmer. 5 Millionen Euro beträgt die Ablöse, übrigens 1 Million davon geht an den FC Schalke 04, das ist der Ausbildungsverein von Ciborra. Die Bayern verlieren ein großes Talent. Ryan Johansson geht von der Zweitvertretung aus der dritten Liga zu Sevilla B. Das luxemburgische Talent unterschreibt gleich mal bis 2026 und spielt zunächst in Spanien ebenfalls in der dritten Liga. Das Kapitel Lewis Baker ist bei der Fortuna aus Düsseldorf ein halbes Jahr früher beendet als erwartet, denn er kehrt mit sofortiger Wirkung zurück zum FC Chelsea. Umstritten war ja schon sein Fehlen beim Trainingsauftakt Anfang Januar. Danach war klar, dass er keine Zukunft bei der Fortuna hat. Und Lille, der Vizemeister aus Frankreich, verleiht Thiago Maia, und zwar zu Flamengo Rio de Janeiro, gleich bis Sommer 2021. Und der Copa Libertadores-Sieger hat anschließend auch eine Kaufoption. 2017 hatte der defensive Mittelfeldmann ja noch den Weg vom FC Santos zu Lille gewagt. Die Bild und die Welt berichten gerade beide über ein sehr aktuelles und interessantes Thema. Es geht um eine mögliche und geplante Mindestaltersenkung in der Bundesliga. Sprich, Nachwuchsspieler könnten mit 16 in den Profibereich eingeführt werden. Ob es zustande kommt, wird im März entschieden. Und zwar auf der DFL-Vollversammlung mit Vertretern von allen 36 Profiklubs aus Liga 1 und 2. Ganz besonders interessant finden wir das Ganze hinsichtlich diesen jungen Mannes, und zwar Youssoufa Moukoko vom BVB. Der ist nicht erst seit gestern in den Schlagzeilen, denn er hat in den Jugendmannschaften von Borussia Dortmund überall alles kurz und klein geschossen, und das unter viel älteren Spielern. Er ist nämlich 15, wird am 20. November 16 und könnte dann am 24. November frühestens eingesetzt werden in der Bundesliga. Also vor allen Dingen der BVB vielleicht mit einem gewissen Interesse, dass es zu dieser Entscheidung kommt, Spieler mit 16 einsetzen zu dürfen. Wir schauen mal auf ein paar Leistungsdaten. In der Zeit beim BVB 77 Spiele, wie gesagt, meist unter Älteren, 116 Tore und auch in dieser Saison in der U19-Bundesliga 26 Treffer in 21 Spielen. Der Mann weiß, wo das Tor steht. Wir wollen mal ein paar Meinungen hören. Zuerst einen User, BVB09, schreibt bei uns im Forum: Abwarten. Ich habe Moukoko gerade in der Youth League teilweise nicht so stark erlebt. Da verspringen viele Bälle und häufig lässt er sich leicht abdrängen oder kommt nicht am Gegner vorbei. Ich glaube nicht, dass er schon weit genug sein wird mit 16. Und es gab jetzt auch schon die ersten Reaktionen aus der Bundesliga, direkt vom BVB, der Nachwuchskoordinator Lars Ricken. Der sagt, es gibt gegenwärtig leider mehrere konkrete Beispiele dafür, dass sich Spieler gegen die Bundesliga entschieden haben, weil sie im Ausland schon wesentlich früher im Profiteam eingesetzt werden dürfen. Ganz interessant, kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Und wir haben auch noch RB-Trainer Julian Nagelsmann, der ist eher kritisch. Spontan gesagt bin ich davon nicht der allergrößte Freund. Es wird sich viel über mangelnde Entwicklungsmöglichkeiten von Führungspersönlichkeiten auf Spielerebene beklagt. Wenn ich die Spieler noch früher hochschiebe, sind sie noch mehr Druck ausgesetzt. Also das Thema Politik polarisiert auf jeden Fall. Wir blicken mal auf die bisher
fünf jüngsten Spieler beim Debüt. Giovanni Reyna, gerade kürzlich mit 17 Jahren, 2 Monaten und 5 Tagen auf Rang 5. Also der BVB hier vertreten, genauso wie auf dem 4. Rang bei Ibrahim Tanko. Der war 17, 1 Monat und 30 Tage, als er in der Saison 94-95 debütierte. Jürgen Friedl spielte mit 17 Jahren und 26 Tagen für Eintracht Frankfurt. Erstmals Rang 3. Auf dem 2. Platz Jan-Aurel Bissek, 17-18 die Saison, mit 16 Jahren, 11 Monaten und 28 Tagen. Und auf dem 1. Platz, wie sollte es anders sein, der BVB mit Nuri Sahin. Der war 16, 11 Monate und einen Tag. Er durfte damals spielen mit einer Art Sondergenehmigung, weil er dem jungen Jahrgang der U19 angehörte. Das war also ein bisschen Glück in Anführungsstrichen, was das Geburtsdatum angeht. Ein 16-Jähriger in der Bundesliga wäre dann zukünftig gegebenenfalls keine Besonderheit mehr. So, und wir kommen nochmal auf diesen eben angesprochenen Wettbewerbsnachteil der Bundesliga zu sprechen. Das hier ist Karim Adeyemi, eines der größten deutschen Talente. Der ist jetzt 18, ging vor 2 Jahren mit 16 nach Österreich, verließ die Spielvereinigung Unterhaching und schloss sich Red Bull Salzburg an. Dort in Österreich darf man mit 16 schon bei den Profis mitmischen. Also vielleicht der Punkt, den Lars Ricken angesprochen hat. Und wir wollen mal in die 4 Top-Ligen schauen und da sehen, welches denn die jüngsten Debütanten sind. Harvey Elliott beim FC Fulham vorige Saison, jetzt bei Liverpool unter Vertrag 16 und 1 Monat. Sanson für Celta Vigo war beim Debüt 15, 8 Monate und 11 Tage, war allerdings auch schon 1939. In der Serie A gab es 2016 den bisher jüngsten Debütanten, Pietro Pellegri, 15, 9 Monate und 5 Tage. Und in Frankreich war es Albert Rafetranjaina, schwerer Name, 2012, 16 und 27 Tage. Ja, und es gibt ja auch ein ganz aktuelles Beispiel. Auch er war 16, als er sein Debüt gab. Ansu Fati, ein Megatalent vom FC Barcelona. Und dann stellt sich eben die Frage, ob ein solcher Spieler, der in diesem Alter schon so weit ist, überhaupt in Betracht ziehen würde, in der Bundesliga anzufangen. Das ist eben der von Lars Ricken monierte Wettbewerbsnachteil. Vielleicht auch deshalb ist der BVB mit Moukoko im Hinterkopf einer der Unterstützervereine für diese neue revolutionäre Idee. Und Moukoko wäre nicht der einzige Spieler, der da in Frage kommt. Wir haben mal ein bisschen geschaut in unserer Datenbank, wer denn noch profitieren könnte und früher zu seinem Profidebüt kommen könnte. Dennis Lüttke-Fri, 16, spielt beim BVB, der U17-Nationalspieler im zentralen Mittelfeld. Auch er könnte dann vielleicht in der kommenden Saison schon debütieren. Genauso geht es 2 Bayern-Talenten. Bright Array B, 16, ist der Innenverteidiger, spielt ebenfalls in der U17. Der dürfte aktuell bei den Profis nicht auflaufen. Mal sehen, wie es im kommenden Jahr aussieht. Und der nächste im Bunde, das wäre Lasse Günther. Dieser junge Herr, auch 16, der spielt offensiv rechts außen. Auch er ist U17-Nationalspieler. Und dann haben wir noch einen interessanten Spieler mit großem Namen. Turan Çalhanoğlu von 1899 Hoffenheim. Der links außen ist ebenfalls 16. Und der jüngere Cousin von Hakan Çalhanoğlu von Milan, der ja früher auch beim HSV und bei Leverkusen war. Auch ihn könnte man dann vielleicht schon ab der kommenden Saison sehen. Also vielleicht verändert sich da einiges für Moukoko und Co. Wir haben ein paar Fragen an euch. Gerne in die Kommentare schreiben. Erstens, fallen euch weitere Talente ein, die davon auf jeden Fall profitieren würden? Und wie steht ihr zu der ganzen Geschichte, so junge Leute in die Bundesliga zu holen? Wie steht ihr zur Alterssenkung? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentarzeilen. In der Gerüchteküche beginnen wir mit Dayo Upamecano. Dort stehen die Zeichen bei RB Leipzig wohl auf Abschied, zumindest im Sommer. Sein Vertrag läuft bis 2021 und wird offensichtlich nicht verlängert. Heißt, im Sommer wäre die Möglichkeit, nochmal da Ablösesumme zu generieren. Zuletzt gab es ja viele Gerüchte rund um den FC Arsenal und die Bayern. Und bei den Bayern wird man aber wohl noch vorher tätig. Zumindest schloss Hasan Salihamidžić das nicht aus, im Januar jetzt noch weitere Transfers zu tätigen. Er sagte, die Personalsituation ist echt mau. Solange der Transfermarkt offen ist, lässt sich der FC Bayern alle Optionen offen.
Werder Bremen ist wohl auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer. Da gibt es gleich mehrere Kandidaten. Die Bild schreibt, dass sich der SV Werder mit Hannovers Hendrik Weidand beschäftigt. Es gibt aber noch weitere Kandidaten. Sport.de schreibt, dass man an einem Leihgeschäft tüftle. Im Visier sind demnach Robert Glatzel von Cardiff City, früher ja bei Heidenheim. Und auch genannt wird der Name Lebo Motiba von Straßburg. Das also drei Kandidaten für die Position des Mittelstürmers bei Werder Bremen. Ihr seid natürlich auch mal wieder gefragt, wen würdet ihr bevorzugen? Wen soll Frank Baumann an die Weser lotsen? Wir sind gespannt und wir machen weiter mit einem interessanten Spieler aus der Bundesliga, wie ich finde. Jairo Del Rosun von der Hertha und der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio, der schreibt, dass die Roma nach vielen Gerüchten um Außenbahnspieler nun den Herthaner auf dem Zettel hat. Die Bild berichtet, dass der HSV eine Leihe von Leverkusens Joel Poyanpalu plant. Der 25-jährige Stürmer war ja zuletzt ein bisschen von Verletzungspech geplagt und der Deal könnte vor allen Dingen dann zustande kommen, wenn die geplante Verpflichtung des slowakischen Stürmers Robert Bosenik beim HSV nichts wird. Laut Gianluca Di Marzio ist Carlo Ancelotti, der Everton-Coach, an einem alten Schützling dran. Beim SSC Neapel arbeitete er zusammen mit Alan, dem 29-Jährigen aus dem zentralen Mittelfeld. Nun also Everton mit Interesse am Brasilianer. Die Marca berichtet, dass Jesus Vallejo kurz vor einer Leihe von Wolverhampton zum FC Granada steht. Der 23-jährige Innenverteidiger hat erst 162 Einsatzminuten in der Premier League bekommen und er gehört ja eigentlich Real, das heißt, es wäre eine Art Leihgeschäft im Leihgeschäft. Leverkusen hat gleich zwei Spieler, die auf der Abgangsseite bei uns in der Gerüchteküche stehen. Alexander Dragovic, der möchte Leverkusen offenkundig verlassen. Und laut Sky Sport sind Gespräche mit dem FC Bologna geführt worden. Dragovic ist mit seiner Reservistenrolle nicht zufrieden. Und auch ein weiterer Innenverteidiger ist offensichtlich nicht happy in Leverkusen. Der 21-jährige Panagiotis Retsos. Der Kicker berichtet, dass Cagliari Calcio und der FC Genua um den Leverkusener buhlen. 2017 hatte Bayern noch 17,5 Millionen Euro an Olympiakos Piräus für seine Dienste überwiesen. Laut L'Equipe steht Olympique Lyon kurz vor einem Transfer fürs zentrale Mittelfeld. Es geht um den 22-jährigen Bruno Guimarães. Angeblich ist OL sich auch schon mit dem Club Atlético de Paranaense einig. Es könnte also sein, dass das schon der Ersatzmann ist für den Wunschspieler von Hertha, Lucas Tousar. Und dann sind wir auch schon wieder angelangt am Ende von Transfermarkt TV. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne subscriben und ein Like da lassen. Freuen wir uns und auch immer gerne fleißig mitkommentieren zu unseren Themen. Morgen gibt es die nächste Folge, dann ist der liebe Kollege Colin Nagel für euch da. Und bis dahin haben wir auch noch zwei schöne Videoempfehlungen. Hier könnt ihr nämlich klicken, da seht ihr die Traumelf von Werder-Legende Claudio Pizarro. Und unten haben wir eine Playlist für euch, das sind die Transfermarkt-Highlights. Also viel Spaß auf dem Channel, wir sehen uns ganz bald. Bis dahin, ciao.